Moin moin liebe Community, willkommen zum nächsten Teil meines Akku-Videos. Ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt Teil 9,5 oder 10 wird, das werden wir dann sehen. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um den Weiterbau, sondern tatsächlich um die allererste Reparatur. Wenn ihr meinen Kanal so ein bisschen verfolgt habt, dann werdet ihr gesehen haben, dass eine der Zellen irgendwie nicht in Ordnung ist. Also entweder habe ich ein Kontaktproblem oder die Zelle ist tatsächlich kaputt. Das Kontaktproblem, das möchte ich heute einfach mal angehen. Ich werde entsprechend den Akku auseinanderbauen, ohne ihn aus der Ecke zu holen. Ich werde versuchen, entsprechendes Kontaktmittel nochmal an die zwischen den Busbau und die Batterie zu bringen. Und das alles mehr oder weniger im laufenden Betrieb. Und wenn ich damit fertig bin, dann gucken wir mal, ob es besser geworden ist. Sollte es dann nicht besser geworden sein, dann muss ich leider die Zelle nochmal tauschen. Des Weiteren habe ich vor kurzem ja dieses Video über die Knee Balancer online gebracht und ich habe mir überlegt, um die Zellen tatsächlich jetzt, ich sag mal, in diesem mittleren Betriebsbereich irgendwie zwischen 70% vernünftig balancieren zu können, muss ich mir was einfallen lassen. Die Top Balancing Balancer vom Battrium, die bringen es da nicht so richtig, weil ich komme momentan einfach nicht dazu, den Akku vollzuladen. Das ist einfach nicht machbar wegen des Wetters draußen. Ich dümpel also immer irgendwo, ja, wie gesagt, zwischen 20 und ja, maximal irgendwie so 70-80% rum. Aber dann sprechen die noch nicht an. Also, jetzt drehe ich euch nochmal gerade um. Moment. So. Im anderen Video hatte ich die euch ja schon gezeigt, diese Knee Balancer. Man hat hier einen mächtigen Kabelbaum, die gehen bis 24S. Und dieser Balancer, der kann laut Beschriftung 4 Ampere balancen und macht das auch schon ab einem Unterschied von 1 Millivolt, beziehungsweise dem ist auch die Spannung zwischen den Zellen ziemlich egal. Bei den meisten Balancern ist es so, bei den aktiven Balancern, dass es da einen gewissen Zellspannungsunterschied geben muss, dass der gut funktioniert. Das ist hier jetzt nicht so. Und dementsprechend werde ich den einsetzen. Zumindest erstmal für den unteren Akku. Wenn ich den eh losnehme, dann werde ich den mit einbauen. Dann habe ich 4 Ampere Balancer Strom und kann dann von außen so ein bisschen sehen, was da los ist. So, hier kann man dann jetzt gerade das Problemchen nochmal so halbwegs sehen. Wir haben jetzt gerade, naja, leider jetzt nicht so richtig gut. Wir haben jetzt gerade einen Ladestrom von ungefähr 35 Ampere. Und hier kann man schon die Zelle sehen. Die 13. Zelle, die mir immer wegläuft. Das heißt, die macht mir jedes Mal Ärger. Und die werde ich mir heute von der Verschraubung her vornehmen. Die anderen werde ich mir natürlich, wenn ich schon dabei bin, auch nochmal vornehmen und ein bisschen Kontaktmittel darunter machen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Und jetzt kommt der spannende Moment. Ich habe hier noch einen zweiten Rechner. Was ich nämlich erstmal machen muss, ist, ich muss dem System erstmal sagen, also ich habe erstmal hinten an meinem Kasten die beiden roten Kippschalter umgelegt, damit die Auslösung nicht funktioniert des BMS, dass der quasi bei einem Fehlerfall den Akku nicht abschalten kann, sonst wird es hier dunkel in der Hütte. Was ich aber auch noch machen soll, laut Hersteller oder laut Battrium, ist, ich soll hier von Auto auf Manual On setzen bei Charging. Das mache ich jetzt als erstes mal. So, jetzt muss ich mal eben mein Passwort eingeben. So, und ich hoffe, dass das klappt. Wenn es jetzt dunkel wird, dann dürfte einmal lachen. Ne, ist nicht dunkel geworden. Discharging stelle ich auch auf Manual on. Das ist genau dasselbe. Und damit sollte eigentlich nichts passieren. So, jetzt gehe ich hier auf Save. Bup. So. Und wenn ich mir jetzt hier nochmal den unter Telemetrie den Status anschaue, dann sehe ich hier Charging is on, Discharging is on, Battery State is okay. Und was ich jetzt auch nochmal testweise machen werde, ist, ich werde den Auslöser abschalten. Mal sehen. Nee, das war nicht hier, das war unter Hardware. So. Und hier habe ich unter Expansion Pack meinen Auslöser. Den gehe ich jetzt mal hin und sage dem, du machst jetzt mal nichts. So. Save. So, jetzt ist das Battrium entschärft. Kann jetzt nichts mehr machen. Und jetzt geht es weiter mit dem Auseinanderbauen.
So, kurzes Zwischenfazit. Auseinander geht bekanntlich immer am schnellsten. Ich habe jetzt hier die Grundplatte abgeschraubt und da hängen momentan noch die Temperatursensoren dran. Die stecke ich jetzt nicht ab, weil ich muss das Ganze ja eh nach vorne rausziehen. Und dabei habe ich dann jetzt blöderweise noch gemerkt, dass ich hier die Hauptkabel ruhig mal hätte 20 cm länger machen können. Dann wären die nämlich schön unten davor hergegangen. Und ich hätte das Pack einfach rausziehen können oder unten drunter her. Naja, so ist das halt immer, wenn man was bastelt und dann so an die Kleinigkeiten nicht denkt, ne? Also schlussendlich versperren die mir jetzt gerade den Weg. Das heißt, ich muss die gleich, wenn ich den Akku rausnehmen möchte, muss ich die Kabel oben drüber legen. Das Abschalten des Batteriums hat übrigens problemlos funktioniert. Der Haushalt ist nicht ausgefallen. Also man sieht ja hier die roten Lampen leuchten. Das ist ja im Endeffekt die Notfallfunktion, das heißt, das Batterium hat jetzt keine Chance, den Akku abzuschalten, hätte es aber getan. Denn wenn man jetzt hier mal um die Ecke guckt, na, vielleicht kann man es sehen, da das Batterium leuchtet auch rot, oben links in der Ecke. Und das bedeutet, dass ein größerer Fehler da ist. Klar, es ist keinerlei Bus mehr vorhanden und er kann die ganzen Blockmons nicht mehr abfragen. Das heißt, normalerweise wäre das ein Fehler, wo das ganze System jetzt ein Riesenproblem gelaufen wäre, aber mit den beiden Schaltern da unten habe ich ja genau das verhindert. Also von daher bis jetzt von der Wartung her genau wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt muss ich mir irgendein Podest basteln, dass ich den Akku da gleich auch rausziehen kann und dann an dem Akku arbeiten kann. Das kommt jetzt als nächstes. Ich habe mir vorgestellt, ich werde so ein paar Bauschaumplatten nehmen und den Akku dann einfach auf diese, also die Akkublöcke dann einfach auf diese Bauschaumplatte ziehen, damit ich meine Wartungsarbeiten vornehmen kann. Gucken wir mal, wie gut das klappt. So, das war dann jetzt erstaunlicherweise echt nur eine Arbeit von 3 Minuten, den Block da rauszubekommen. Hat also alles genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Der liegt jetzt direkt vor mir. Ich kann jetzt also mir erstmal die Zellen genau nochmal angucken. Also eine Messung der Zellinnenwiderstände werde ich jetzt nochmal vornehmen. Und dann insbesondere die 13. Zelle ist die dort vorne, also diese hier, das ist 14, 15, 16. Also das hier ist die 13. Die werde ich mir jetzt mal insbesondere sehr gut angucken und schauen wir mal, was ich feststellen kann. Also jetzt erstmal in diesem Zustand mal messen und dann gucken wir mal, was passiert oder was wir sehen können. Ich werde euch berichten, wenn ich irgendwas rausgefunden habe oder aber wenn ich mit den Arbeiten anfange. So, da bin ich wieder. Ich habe die Zelle jetzt freigelegt, den Balancer abgebaut, habe da aber auch noch ein bisschen Schutz drüber gepackt, über die Zelle. Also da kann jetzt erstmal kein Kurzschluss entstehen. Upsa, ich wollte euch doch hier nur einmal zeigen, was los ist. So, mal gucken, die Kamera passend eingestellt kriege. Ja, kriege ich. So. Jetzt ist es so, dass ich erstmal geguckt habe, wie das mit der Spannung der Zelle ist. Ich hoffe mal, ich lege das Multimeter, wo lege ich es denn mal hin, dass man es erkennen kann. So, da liegt das Multimeter. Ich hoffe, man kann es sehen. Ist hier natürlich alles leider im Keller ein bisschen duster. Und wenn ich jetzt die Zelle messe, komme ich auf 3,296 Volt. So, jetzt messe ich einfach mal die nächste, die daneben liegt. Komme ich auf 3,297 Volt. Also ziemlich genau das gleiche. Und jetzt kommt die spannende Nummer. So, das Ding hat keine Metallrückseite, sodass ich das mal so mache, damit man es auch sehen kann. So, jetzt messe ich den Innenwiderstand von der Zelle. Ja. So natürlich nur so mäßig gut irgendwie. Ich versuche es nochmal. So, und jetzt kann man sehen, fällt runter bis auf 0,08 Milliohm, also absolut in Ordnung. So, Fazit ist, erster Verdacht ist wirklich ein Kontaktproblem. So, das heißt für mich jetzt,
Kontaktmittel aufbringen, und zwar auf alle Pole. Das wird eine lustige Schrauberei. Und damit auch keiner meckert, ich habe es nämlich echt vergessen. Ich habe mir neues Werkzeug gekauft und habe vergessen, es zu isolieren. Das habe ich jetzt mal schnell nachgeholt, damit ich da keinen Unsinn bauen kann. So, jetzt wird Kontaktmittel aufgebracht. Und der neue Balancer angebaut, und dabei könnt ihr mir zugucken oder ihr springt einfach mal ans Ende des Videos, wo ich dann das Fazit ziehe. Bevor jetzt noch jemand fragt, ich hoffe, dass er das scharf stellt, ja, tut er. Das ist diese Paste, die mir empfohlen wurde von MG Chemicals, und das Zeug heißt 847 Carbon Conductive Assembly Paste, was auch immer das sein soll. Also Carbon ist wahrscheinlich irgendwie mit irgendwelchen Kohleteilchen drin, wie auch immer. Und jo, das Zeug ist richtig teuer, das kostet irgendwie in dieser Menge 30 Euro. Aber wenn es denn hilft, ne, gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, jetzt geht's aber los. Wo ich jetzt gerade noch dabei bin, habe ich auch einen Tipp aus der Community berücksichtigt. Ich habe nämlich mal die Enden des Kupferbußbars verzinnt, damit es da keine Probleme mit den darunterliegenden Aluminium-Anschlüssen der Akkus gibt. Mal schauen, ob es was bringt. Schaden wird es auf jeden Fall nicht. Das Ding wird jetzt wieder eingebaut. Hat natürlich auch mal gerade noch eine Viertelstunde Zeit gekostet, das fertig zu machen. Achso, hier nochmal kurz einen Blick auf den Monitor. So sieht das jetzt im Moment mit dem Battrium aus. 540 Watt nimmt er im Moment, 30,5% hat der Akku, aber keinerlei Balancer zu finden. Und unten ist alles rot. Das ist normalerweise kein gutes Zeichen, aber im Moment arbeitet halt alles so weiter, weil ich es halt vorhin so eingestellt habe. So, nach etwa einer Stunde unbequemer Arbeit ist die Zelle jetzt mit, oder der komplette Block mit neuem Mittel versehen, also mit dem Kontaktmittel. Und der Widerstand hier oben, der gemessene Widerstand, hat sich schon mal deutlich verbessert. Also ich bin jetzt irgendwie bei jeder Block und bei jeder Zelle bei etwa 1,4 Milliohm gemessen oben auf dem Busbar. Das ist natürlich eigentlich noch ein bisschen weniger, je nachdem, wo ich Kontakt kriege, aber 1,47 in diesem Fall. Jetzt gehen wir mal einen weiter nach vorne. So, hier sind es jetzt, mal sehen, 1,33 Milliohm, also deutlich besser als vorhin. Jetzt warten wir mal ab, wenn ich den Balancer angebaut habe, das mache ich jetzt sofort auch noch mit, und dann kommt die Zelle da wieder rein, dann bin ich sehr gespannt, da muss ich noch den Spannungsabgleich machen, und dann ist die Operation soweit erfolgreich beendet. Dann wollen wir mal gucken, was hinterher das Ergebnis ist. Mir ist dann zwischendurch mal der Strom für die Kamera ausgegangen, deswegen konnte ich das jetzt nicht zeigen. Ich habe jetzt hier mittlerweile den Kabelbaum vom BMS verkabelt. Das sind diese beiden Stecker hier. Wie man sieht, das Ganze, dieses schwarze Zeug, das ist unfassbar. Das ist wie Öl, aber gut. Dafür wird es wahrscheinlich jetzt auch besser funktionieren. Ich werde jetzt gerade das BMS noch durchmessen, also den Anschluss.
Das ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss immer nur sich von Zelle zu Zelle vortasten. Das heißt, ich mache jetzt hier meinen Voltmeter an und gucke quasi, ich fange beim ersten Minuspol an, ganz vorne. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, deswegen mache ich am besten mal nur die zweite Zelle. So, 6,5 Volt, 9,8, 13, 16, 19, 23, 26, ich lasse jetzt die Nachkommastellen mal weg, 29, 32, 36, 39, 42, und jetzt noch die letzten Zellen am nächsten Stecker. So, das waren immer Dreier Schritte oder 3, hast du nicht gesehen, wegen den 3, irgendwas Volt der Nifepo4-Zellen. Und damit kann ich jetzt sicher sein, dass wenn ich das BMS einstecke, dass das da nicht anfängt zu rauchen. Und das ist ja das Wichtige an der ganzen Geschichte. Und das machen wir dann jetzt mal. Mal gucken, was passiert. So, das ist Minus, da kommt der rein. So. Plus ist dieser hier, das muss ich gleich noch ein bisschen aufräumen. So, und schon lebt das BMS. Wie man hier sehen kann oder wie man hören kann. Ich hole mal gerade mein Telefon, mein Handy. So, jetzt meckert das BMS. Wartet mal, ich stelle euch mal ein bisschen nach unten. Ihr könnt da vielleicht die rote Lampe blinken sehen. Und jetzt gehe ich hin und starte die Software von dem BMS auf meinem Handy. Scanne einmal und finde hier das BMS. Jetzt leuchtet gleich die blaue Lampe dauerhaft, dann bin ich verbunden. Da bin ich. So, und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt auf dem Bildschirm hier, ja, ganz grob, ne? 16 Zellen, also er hat jetzt natürlich 24 Zellen eingestellt. Ich stelle das BMS jetzt erstmal auf 16 Zellen zurück. So, Set, 16, Set, so, man hat es gehört, Quittierung. Jetzt stelle ich noch auf LFP-Zellen um, Set. So, und jetzt hat er da ganz merkwürdige Sleep Volumes eingestellt. Ich stelle die jetzt erstmal auf, damit er jetzt hier zeigen kann, ob er arbeitet oder nicht, stelle ich das Ganze mal auf 3,2 Volt, da sind wir nämlich drüber. 3,2 und die Equalization Volume stelle ich mal auf 3,25, nur damit wir was sehen können. So, 5 mV Unterschied möchte ich gerne haben und jetzt gucken wir mal, was er sagt. So, ich hoffe, man kann das jetzt halbwegs sehen. Jetzt sagt er, was meckert der jetzt? Ach so, ja, okay. Das ist sogar richtig. Er meckert jetzt nämlich die erste Zelle an. Hier vorne, da sind lange Schrauben drin. Und diese langen Schrauben, die verhindern jetzt, dass er einen guten Widerstand hat. Das ist nämlich auch eins der Möglichkeiten. Hier kann man jetzt sehen unter Alarm, hier unten, ups, da. So, da kann man jetzt unter Alarm sehen, der meckert wegen der Zellenresistanz. So, und ich versuche jetzt einfach mal hier diesen. Der hier ist das, der meckert, ne? Wenn ich mich nicht irre. Naja, ich versuche den mal dran zu halten. Na, das macht er jetzt leider nicht. Also er testet jetzt auch nicht erneut. Ich müsste das BMS jetzt einmal neu starten. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Also ich sehe erstmal, das BMS funktioniert. Es erfindet alle Zellen. Alle Zellen sind relativ gleich. Ich muss mal diese hier einmal festhalten. Ja, sie sind alle ziemlich gleich auf 3,3 Volt jetzt aktuell. Und wir haben jetzt eine Zellendifferenz von 0,04 Volt, also 4 Millivolt.
Das ist echt nix. Jetzt passt es offensichtlich. Und dann werden wir gleich mal, jetzt baue ich das Ganze wieder zusammen. Und dann gucken wir mal, wenn es zusammengebaut ist, ob und wie das Ganze funktioniert. So, aber dafür schalte ich erstmal wieder auf Zeitraffer. Wie heißt es noch so schön, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche, ne? Ich habe eine Schraube rund gedreht. Das hatte ich total vergessen. Das war beim Zusammenbau schon etwas happig und dann habe ich gedacht, naja, komm, musste eh so schnell nicht wieder dran, lässt es so. Dann habe ich es aufgemacht und kriegt es dann hinterher nicht mehr vernünftig zu, ne? Wie das halt immer so ist. Fazit: neu bohren. Ich hatte zufälligerweise alles da, was man für M8 braucht. Habe also das Loch neu gebohrt, habe ein Gewinde reingeschnitten, habe eine neue Schraube gemacht, habe auch einen neuen Busbar gemacht, weil die Schrauben etwas dicker sind als die alten, sonst passt es nicht mehr ins Gehäuse rein. Also alles nochmal neu. So, jetzt bin ich fertig und jetzt mache ich den nächsten Versuch, das ganze Ding einzubauen. Meine Fresse. So, endlich fertig. Jetzt geht es um den Wiederanlauf. Jetzt gucke ich gerade, wie es mit den Zellen ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier keine gröberen Schnitzer drin habe. Mal gucken. Ich messe jetzt erstmal die Spannung am Ausgang. Mal sehen. Ich halte euch das hier mal so hin. So. Volt. Der da oben sagt 52,69, also die sind spannungsmäßig ziemlich gleich. Darum kann ich das jetzt mal einstecken und auch einschalten und dann gucken wir mal, was passiert. So, machen wir mal aus. Achso, ich hole mir gerade noch einen Ampermeter, vorsichtshalber. Sollten die Zellen jetzt aus irgendwelchen Gründen doch sehr weit auseinander liegen, kann ich das zumindest direkt sehen. So. Ampere Ausgleichsstrom hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit mehr gerechnet, aber gut. Jo, wir sind wieder online. Das Battrium zeigt auch wieder grün an, hier unten, da kann man es sehen. So, da kann man es sehen, jawohl. Also alles in Ordnung. Alle Blockmods sind wieder da. Und jetzt schalte ich mal das Ladegerät ein, damit wir mal sehen können, ob sich da irgendwas an den Zellen tut. Mal gucken. Aber bis das Ladegerät hochfährt, das dauert halt ein Momentchen. Ich schalte euch mal so lange ab und bis das dann da ist. Und dann zeige ich es euch. So, kaum 6 Stunden später. Ich hatte mir gedacht, naja, vielleicht 2 Stunden oder so. Aber nee, jetzt sind wir bei 6. Ist die ganze Nummer gelaufen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Wiederscharfschalten des Battriums. Das, denke ich, ist jetzt aber kein großes Problem. Wenn ich jetzt euch mal umdrehe, dann seht ihr hier wieder den allseits bekannten Screen. Aktuell kann man hier oben sehen, lade ich mit 1,4 kW. Der Rest geht hier im Haus, ja, wird im Haus momentan verbraucht. Die Akkus sind jetzt auf 30 Millivolt zusammen. Und ich habe auch wieder meine Telemetrie des ersten Blocks. Kommt alles wieder rein, so wie es soll. Der neue Balancer arbeitet auch,
Ich zeige und versuche das euch mal gerade hier zu zeigen. Ich hoffe, man kann das irgendwie halbwegs erkennen. Ja. Also man sieht hier unten die Zellen, die 16 Stück. Und eine rote und eine blaue Zelle, das sind die mit den niedrigsten Werten. Momentan habe ich eine Zelldifferenz von 3 bis 4 Millivolt. Was er mir sagt, Battrium sagt mir, ja gut, Battrium sagt mir 10 Millivolt, aber Battrium kann halt auch nur 10 Millivolt messen, das ist das Problem. Er ist trotzdem noch am Balancen mit 4 Ampere momentan. Ich muss den gleich mal noch ein bisschen unschärfer stellen, also schlussendlich, dass er nicht mehr ganz so brutal die Zellen ausgleicht. Also 3 Millivolt halte ich jetzt sowieso für, naja, für nicht ganz korrekt vielleicht, weil so genau messen wir das Ding gar nicht können. Aber gut, ist egal. Der macht einen guten Job hier, kann ich nicht anders sagen. Jo. Achso, hier oben kann man übrigens die Balancing-Leistung noch sehen. Also dort, ich hoffe, dass das scharf ist auf der Kamera. 4, irgendwas Ampere macht er momentan. Und jo, tut, was er soll, ne? Ja, genau. Jetzt werde ich noch als nächstes werde ich das Battrium wieder scharf schalten und dann ist die ganze Nummer auch für mich erledigt und ich bin auch total fertig, weil das war echt anstrengend da die ganze Zeit da in dieser Ecke. Da muss ich mir auch noch irgendwas Schöneres überlegen, vielleicht mal einen Scherentisch besorgen oder ähnliches und vor allen Dingen, ich brauche eine ordentliche Lampe. Also irgendwas, was vernünftig leuchtet. Am besten mit einer Batterie drin, falls das System mal ausfällt. Kabel und Batterie wäre nicht schlecht. Habt ihr da irgendwas Besonderes oder irgendwas Tolles, was ihr kennt, was man kaufen kann und was vor allen Dingen funktioniert? Wäre schön, wenn ihr einen Kommentar da lasst. So, ich mache dann für heute Feierabend, schalte Batterium noch scharf und dann Schluss. Danke fürs Zusehen, war echt ein langer Tag und wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut und tschüss.